vor den Spruch gerissen, dass ihr disqualifiziert seid. Alles so Leute, mit den schönen Dingern wollen wir uns von euch verabschieden. Bis zum 21. bis zum 23. August zum Pfaffenfleisch. Meldet euch rechtzeitig an. Die Startplätze sind vergehrt. Und ich bitte jetzt nochmal einen nach vorne zu kommen. Und zwar einen bunt geschmückten jungen Mann. Du brauchst dich gar nicht umdrehen. Herzlichen Dank an euch alle, hat Spaß gemacht. Ja, sehr, auf jeden Fall. Kommt gut nach Hause. Richtig, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir sehen uns wieder, würde ich sagen. Richtig, Archie ist wieder dabei. Ich muss mal gucken. Richtige, nicht echt geil. Okay, bis bald. Bis dann. Wir stehen hier gar nicht rum. Ich habe die ganze Zeit mitgearbeitet. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Das geht gar nicht. Hast du eigentlich so gemacht die ganze Zeit? Oh, Marshalling arbeitet hier. Ich bin Mrs. Wichtig gewesen. Also es war Ansprechpartner für alle, die hier eingestiegen sind, ausgestiegen sind und so weiter. Na gut, wir hatten jetzt ja Schülermeisterschaften am Freitag. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Teams hier waren? Oh Gott, nee, so richtig. Keine Ahnung, du? Ich glaube, an die 100 waren es wohl, ne? Ehrlich? Ja, 100 Teams waren es. Also es waren schon eine Masse. Also es war bedeutend mehr, lauter, energiereicher, noch fast wie jetzt am Sonntag, aber... Hier ging es richtig zur Sache. Das war Hammer, ja. Und das Wetter in der 3., 4. Klasse im Finale, was hat das für eine Kapriole geschlagen? Wetter, also ich denke nicht, das macht nichts. Wasser von oben, Wasser von unten, ist alles das Gleiche. Wir hatten ein bisschen Sturm, weißt du noch, 3., 4. Klasse, das Finale? Ja, aber ach, das schaffen die, das sind doch Helden, kleine Helden. Kleine Helden, kleine genau. Helden. Also wir haben hier ja Sonnenschein gehabt und wir haben Regen alles gehabt, unsere eigenen Leute... Sogar ein bisschen Sonnenbrand im Gesicht. Genau. Warte mal, ich muss mal kurz unterbrechen, meine kleine Tochter, mach mal einen Schnitt kurz. Einmal Stopp. Also, Papa, es regnet. Tina, kurzes Resümee, Schülermeisterschaften Drachenboot. Am Freitag, wir hatten hier 100 Teams am Start. Gleichzeitig alle 100, also es sind 2000, über 2000 Kinder hier auf dem Objekt gewesen. Und wir wollen uns nochmal ganz herzlich bedanken bei den Lehrern. Genau, die ganz besonders, die Kraft und den Mut aufgebracht haben, mit einer Horde hier aufzutauchen. Richtig, und die hatten ja richtig zu tun hier. Das war ein riesengroßer Schulhof. Aber trotzdem alles friedlich verlaufen, sind total glücklich, trotz Regenwetter und Sonnenschein und Wind. Wir waren im Zeitplan, auch ganz toll. Wir hatten alles super geklappt, ganz emotionale Siegerehrung. Ja, kann man sagen. Es war einfach nur der geilste Tag des Jahres 2009. Cool, cool, cool.